RTS Greenkeeper auf der Intermodellbau 2024 in Dortmund. Hallo Modellbahnfreunde, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Andi von Bahntassie und wie gesagt, bin heute zu Gast hier bei RTS am Stand. Der Marcel Ockle wird uns gleich mal hier so zeigen, wie so ein Baum hier entsteht. Und ich würde sagen einfach, wir genießen jetzt die Show und übergeben an den Marcel. Okay. So, gut. Dann. Gut, ich gehe mal aus dem Bild. Ja. Guten Tag zusammen. Ich stelle hier einen Baum her, eine kleine Fichte, aufgeflockt auf einen 0,4 mm Draht. Dazu verwende ich halt den Greenkeeper. Man kann den 25er nehmen oder 35er, 55er, ist egal. Und ich flocke auf diesen Draht 6 mm Flock, wie ihr jetzt anschließend sehen werdet. Dafür brauche ich Sprühkleber, den wir auch im Sortiment haben hier. Mache in vier Durchgängen sprühe ich den Sprühkleber drauf und flocke da immer wieder drauf. Ich spritze das unten, darum sieht man es, weil ich eine Kartonschachtel habe, wo ich da reinspritze. Sieht ein bisschen was. Schon mal etwas gerade deckt. Man sieht schon in welche Richtung es geht. Mach noch einmal. Sieht man schon da die Form dieser kleinen Fichte, nur auf den Draht geflockt. Das machen wir mal Zwischenlager hier. Jetzt kommen die Fichtennadeln drauf. Und das andere Gerät. Hier habe ich 0,5 mm Fichtenflock drin. Brauche dafür das Mikrosieb. Ab jetzt im 25er Greenkeeper geht, aber natürlich auch mit dem Großen. Also bereit hier, sprühe den wieder ein. Ja. Nimm da noch die rasch weg, weil die kann man wieder gebrauchen. Das ist da nicht das Braune drauf, aber. Das war 4 mm, nicht? 6 mm. 6? Ja. 6 hier. Ja. Dann nehme ich die Fichte wieder da, sprühe die wieder rein. Was
mache die Nadeln dran. Wieder etwas 5 Sekunden laden da und dann kommen die Nadeln da. Ich werde es nicht selber machen. So hat man eine fertige Fichte. Genial, also super, ja. Materialaufwand 40, 50 Cent, man kann sich da einen ganzen Tannenwald mit wenig Aufwand direkt auf den Draht, also kann es alles mit dem 25er machen oder genau. Ist egal. Super. Aber es ist wirklich, ich habe das gestern Morgen das erste Mal probiert, also habe gedacht, das müsste vielleicht gehen. Ich habe das noch nie gemacht bis gestern Morgen. Okay, glaubt man gar nicht, das ist super geworden, ja? Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Seither mache ich den ganzen Tag nur noch solche Dinger da. Und die sind ja schon, also auch für kleine Spuren, also für Rennen oder Z kann man die gleich, aber auch in H0 kann man das als Jungfichten gebrauchen oder im Hintergrund oder so. Sind ja so schon viel besser auch wie alle diese Flaschenputzerfichten da. Ja, das kann sich doch schon sehen lassen, oder? Und hier sehen wir noch, wie aus einem Draht eine Lärche entsteht. Ich mache jetzt 4 mm. Ich mache jetzt nur den oberen Teil, also es ist, kann ich den dann abbrechen. Da ist es auch ideal, wenn ich unten halten kann. Untere Brache. Ja. Der ist schon relativ buschig. Und da mache ich jetzt Nadeln drauf. Muss ich rasch das Gerät wechseln? Brauchst du den? Eben. Momentan nicht. Okay. Zum Glück. Also sonst wäre ich ja jetzt auch schon grün da an den. Ja, ne? Und jetzt kommen da die Nadeln dran. Gut, zum Anpassen ist einfach. Ja, es ist. Bachholder hat ja auch Nadel. Bachholder, weiß ich, ob Sie kennen. Das ist jetzt. Sie gehen zwar eher in die Breite, aber den kann man ja auch auseinandernehmen dann und wieder zusammensetzen. Oder zuerst vielleicht schon ein bisschen was wegschneiden. Kann man auch. Man kann die Struktur vorher und nachher noch, aber wollte ja. Es ging ja darum, jetzt darum, dass ich die Anwendung zeigen kann und so haben Sie jetzt so einige. Also, jetzt haben wir gesehen, wie so eine Fichte entsteht. Das ist eigentlich relativ simpel, schnell und vor allen Dingen günstig. Und ich würde sagen, vielen Dank dafür, dass du uns das gezeigt hast. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Und dann tschüss und bis bald. Euer Andi von Bantasie und Marcel Ackler. Macht's gut, ciao.